Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und im Hintergrund seht ihr ein Halo 4 Gameplay und ich sehe komische Viecher, die ich zuvor nie wirklich beachtet hatte auf dieser Map bis zu diesem Gameplay. Und dann ist mir irgendwann mal gesagt, da unten sind Mini-Dinos drin. Und dann habe ich nachgesehen und es waren tatsächlich Mini-Dinos drin. Egal, darum soll es heute aber nicht gehen. Ich habe nämlich einiges zu berichten, worum von mir auch längere Zeit nichts mehr kam, was nicht nur mit meiner Faulheit zu tun hat, als auch, dass wir eine, in Anführungsstrichen, Partnerschaft machen. Keine Ahnung. Ja, egal. Aber jetzt fange ich mal an. So. Folgendes ist nämlich passiert. Ich war auf einer Party unterwegs, auf einer Geburtstagsparty, um genau zu sein. Und dort war natürlich nicht nur ich unterwegs, sonst wäre das ja nämlich lame. Wobei ich bin ein super Alleinunterhalter. Nein, eigentlich nicht. Egal. Natürlich waren auch Kumpels von meinem Kumpel da, die unter anderem auch Kumpels von mir sind. Auch. Dann eine gewisse andere Person, die schon etwas angetrunken war und etwas sehr angetrunken, denn im Nachhinein hat sie sich an den Vorfall gar nicht mehr erinnert. AKA Filmriss. Und folgendes ist passiert. In einem Spaßfight haben wir so ein bisschen rumgeboxt irgendwie, ist dann folgende Person auf mich zugerannt und hat mich, keine Ahnung, was der Plan war, ich würde irgendwie umtackeln oder so. Auf jeden Fall hat sie das getan und ist auf mein Knie gefallen. Und ich hab mir es geschafft, mir die Kniescheibe auszurenken, als auch, weil die Kniescheibe wird ja irgendwie von vielen fancy Bändern da irgendwie an Ort und Stelle gehalten. Und ja, irgend so ein Band scheint da auch noch so ein bisschen angerissen zu sein. Im Großen und Ganzen hört sich's deutlich dramatischer an, als es ist, weil es war jetzt nicht wirklich schlimm oder so, aber ich war halt so ein paar Tage nicht fähig, irgendwas zu tun. Und hab dann auch nichts getan, hab dann wieder für den ganzen YouTube-Zeug. Wo ich davor, was mich ärgert, weil davor hatte ich wirklich mal Muße gehabt, wieder irgendwas fett zu tun und bla, und hab unsere Video-Releases, die noch nicht released worden sind, das ergibt keinen Sinn, unsere Videos, die noch nicht released worden sind, wieder auf Vordermann gebracht und diese ganzen Sachen eingestellt, wann die veröffentlichen sich automatisch und shit. Und da gehe ich jetzt sicherlich drauf, oder? 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 Ja. Ja, hatte ich alles gemacht und bla. Und danach war die dann irgendwie weg, habe ich dann nicht mehr dran gedacht, vergessen, keine Ahnung, bin nicht mehr dazu gekommen. Aber ja, da ich das Ganze jetzt hinter mir habe und in letzter Zeit auch der liebe Herr Ischma etwas mehr Videos macht, zwar nicht unbedingt auf unserem Channel, aber auf seinem eigenen, den man auch mal verlinken kann und darauf hinweisen, hat dann auch angefangen, jetzt wieder mehr Videos zu machen, was auch mich jetzt dazu inspiriert hat, selbst wieder mehr Videos zu machen. Und hier bin ich jetzt, genau. Hier habe ich das Sniper irgendwie nicht genommen, weil ich scheiße im Snipen bin. Und ich glaube, mit wem spiele ich eigentlich zusammen? Ich glaube, es war sogar mit dem lieben Herrn Psycho, der in letzter Zeit auch relativ wenig bis gar nichts von sich hören lässt. Was auch daran liegt, dass er ja in letzter Zeit einfach deutlich beschäftigter ist als sonst. Also gut, da war ich schon die ganze Zeit immer ziemlich beschäftigt. Aber für ihn geht es ja jetzt auch ab. Ich meine, ich habe jetzt mein Fachabitur bereits geschrieben und ich mache jetzt, habe mich jetzt aber entschieden, doch noch die 13. Klasse an der FOS zu machen und so wie gesagt mein allgemeines Abitur zu machen, wobei ich das leider nicht ganz schaffen kann, weil ich keine zweite Fremdsprache habe. Ich hatte zwar am Gymnasium Latein, bin aber unter anderem wegen Latein durchgefallen, weswegen ich mein Abitur eh erst auf dem zweiten Weg, wenn man so möchte, gemacht habe, beziehungsweise erst mein Fachabitur. Und deswegen kann ich nur das fachgebundene Abitur machen. Es hört sich nach einem kleinen Unterschied an, es ist aber ein großer. Mit dem Fachabitur kann man nämlich in Anführungsstrichen nur auf die Fachhochschulen und mit dem fachgebundenen Abitur kann ich dann auch auf eine Universität, aber nur auf eine technische, weil ich den technischen Ausbildungsweg aus die technische Ausbildungsrichtung auf meiner FOS eingeschlagen habe. Was im Nachhinein, wie sich herausstellen sollte, ein komplett behinderter Entschluss war, da ich zumindest meinen Noten entsprechend sprachlich deutlich begabter bin als mathematisch. Und ja, naja, was soll's. auf jeden Fall kam es dann, kommt es jetzt dazu, dass ich den Faden verloren habe. Was scheiße ist, was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, genau. Ja, doch, genau. Ich könnte theoretisch auch an jede andere Uni, wenn ich es noch schaffen würde, bis zur Uni eine zweite Fremdsprache nachzuholen. Das heißt, wenn ich extern
irgendwo jetzt mein Latein machen würde und mir den Abschluss dann irgendwie holen würde, dass mir bestätigt, hey yo, du kannst Latein und shit. Oder Französisch oder Spanisch oder sonst was, wobei ich aber höchstwahrscheinlich wieder Latein nehmen würde. Weil erstens, also Latein ist scheiße, aber man kann so schlau wirken, wenn man Latein kann. Und wer wirkt nicht gerne, oh, tut mir leid, wer wirkt nicht gerne schlau? Ich frage euch, wirkt ihr nicht gerne schlau? Nein? Wusste ich's doch. Also lernt Latein. Okay, lernt Latein lieber nicht. Latein ist scheiße. Latein ist einfach so viel auswendig lernen und das. Latein ist vor allem so trügerisch. Latein beginnt ganz einfach. Fängt relativ einfach an, ja. Also fand ich zumindest. Oh, da wurde ich fett gerettet von The New Psycho. Auf jeden Fall fängt Latein ziemlich einfach an, wird dann aber richtig scheiß schwer. Also finde ich zumindest. Mag mir jetzt vielleicht der ein oder andere nicht zustimmen, aber ich finde, Latein wird dann insofern so schwer, weil du am Anfang auch mit wenig Lernen relativ gut durchkommst, wenn man ein bisschen Sprachkenntnisse hat und sich aus dem Kontext Dinge erschließen kann, kommt man in Latein am Anfang wirklich mit sehr wenig Lernaufwand durch. Abgesehen von Vokabeln natürlich, die sollte man immer können, aber sonst Fälle und sowas muss man nur so die allernötigsten Grundlagen wissen. Später dann aber wird es einfach richtig gemein, weil dann nehmen erstens die Vokabeln überhand und zweitens auch die Fälle. Und wenn man die Fälle dann am Anfang nicht richtig gelernt hat, dann ist man verratzt, weil man das einfach in der Zeit, vor allem wenn man selber die Fälle nicht gelernt hat, dann ist man meist auch noch lernfaul, weil sonst hätte man sie ja gelernt. Und das dann als lernfauler Mensch in der Zeit wieder nachzuholen, ist so gut wie unmöglich. Und auch das hat mir unter anderem das Genick gebrochen in Latein, weswegen ich es nicht geschafft habe, mein kleines Latinum zu machen, weil ich eh nicht weitergekommen bin, dafür hätte ich in die 10. Klasse kommen müssen und dort dann mit einer 4 abschließen. Und hier wurde ich direkt geholt. Ein Scheiß. Ja, und somit waren es in weiter Ferne. Aber, tja, was soll man tun? Also im Großen und Ganzen, Latein kann hauptsächlich ziemlich gemein sein. Wenn ihr wirklich nicht dahinter seid und lernfaul, nehmt nicht Latein. Falls euch die Wahl noch offen steht, nehmt einfach nicht Latein. Egal. Nun zur etwas anderen Sache, die ich noch announcen möchte. Und zwar wurden wir auf Facebook angeschrieben von der deutschen Halo Community oder so ähnlich. Scheiße. Oder Halo Germany? Doch, Halo Germany hieß es, gell? Ich bin schlecht im Namen merken. Es tut mir leid, dass ich schon wieder vergessen habe. Auf jeden Fall ist es eine Facebook-Seite, die, ja, was halt so Facebook-Seiten machen, versucht die Community so mit der ein bisschen zu interagieren und bla. Und die haben uns eben gefragt, ob wir so eine Art Partnerschaft irgendwie eingehen möchten, dass wir sie ein bisschen bewerben und sie uns dafür. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Ich meine, das ist sicherlich nicht schlecht. Vor allem, weil es auch wirklich cool ist, wenn man mal so eine Art, ja, Plattform hat, wo man ein bisschen diskutieren kann und Zeug. Speziell jetzt, wo Halo auch wieder ein bisschen interessanter wird mit der Master Chief Collection. Und deswegen sage ich euch, schaut doch mal vorbei. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung, als auch eventuell im Video. Mal sehen, ob ich es geschafft habe, die Notifications dazu, die Annotations, wenn nicht dazu, zu aktivieren. Und dort könnt ihr gerne mal vorbeisehen, ein bisschen umherklicken und Zeug und euch auch, wenn ihr wollt, aktiv an Diskussionen und sonstiges beteiligen. Ist auf jeden Fall immer lustig, sowas zu machen. Und falls ihr dazu Lust habt, wie gesagt, findet ihr den Link in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich verspreche jetzt hier mal wieder etwas aktiver zu sein. Ich habe wieder relativ viel Lust, Videos zu machen und diese auch auf regelmäßiger Basis. Und ja, Halo, die Master Chief Collection steht uns bevor. Es ist glorreich alles. Ich labe schon wieder viel zu lange. Der Bildschirm ist schwarz oder es ist die komische Standby-Animation. Mit anderen Worten, ihr wollt auch endlich von diesem Video weg, denn 10 Minuten eures Lebens sind bereits fast verschwendet. Oder auch nicht, je nachdem, wie ihr das anseht. Ansonsten, ja, ciao, tschüss, sagt der Kerl.